Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Moin und willkommen zurück bei den Klimacheckern. Die Forschung ist sich einig. Der Klimawandel bringt künftig mehr Extremwetter mit sich und damit auch Naturkatastrophen. Eine bittere Lehre war vergangenes Jahr die Flut im Ahrtal. Doch auch bei uns müssen wir uns künftig auf mehr katastrophale Szenarien zumindest einstellen. Da haben wir uns mal gefragt, wie ist der Katastrophenschutz bei uns eigentlich aufgestellt und dort ganz besonders das Technische Hilfswerk. Vorab erstmal, was ist das THW? Einfachste Umschreibung, es ist gewissermaßen die Feuerwehr des Bundes. Mit dem Unterschied, dass wir es als Otto-Normalverbraucher nicht mal ebenso anrufen und alarmieren können. Das ist nämlich die Sache von Feuerwehr und Polizei sowie Landkreisen und weiteren Ebenen, kurz Behörden. Tja, und wenn die eine Lage nicht mehr in den Griff bekommen, kommt das große schwere Gerät des THW. Es hat auf jeden Fall schon eine deutlich zugenommene Zahl an Einsätzen gebracht, der Klimawandel, schon heute. Das haben wir in allen Ausprägungen. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Vegetationsbrände, Stürme, Schneekatastrophen. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Es ist jetzt schon spürbar. Als Beispiel bei uns könnte gelten, das Starkregenereignis im Frühjahr, das das große Meer praktisch überlaufen ließ und dann Bedekaspel überflutete. Im Vergleich zum Ahrtal ist das natürlich harmlos, das wollen wir hier ganz klar feststellen. Aber auch dort sind Schäden entstanden und es kam das THW zum Einsatz. Also ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass das jetzt so hier war. Ging ja ganz normal los, dass es eben die Tage regnete und dann die Ersten angerufen haben und sagen, okay, wir kriegen unser Wasser nicht weg oder das nimmt langsam zu. Und wir da vom THW dann auch tatkräftig unterstützt haben, dass wir unsere Tiger Dams zum Beispiel aufgebaut haben, damit eben die einzelnen Wohnbereiche nicht stärker überflutet werden. Ne? Und das merkt man dann doch schon, dass solche Sachen doch zunehmen in der heutigen Zeit. Und das weiß das THW und da richten wir uns drauf aus. Das Spektrum von katastrophalen Ereignissen und Einsätzen ist für das THW gerade in puncto Klimawandel denkbar breit. Schauen wir aber auf Ostfriesland, liegt es wohl in der Natur der Sache, dass der Klimawandel besonders Wassergefahren mit sich bringt. Ja, das ist natürlich die nahe Küste, die uns hier prägt und wo wir natürlich auch immer das klassische Nordsee-Sturmflut-Szenario vor Augen haben. Wir üben das auch hier ganz konkret in Leer an unserem Übungsdeich, sozusagen die Szenarien, was man machen muss, wenn ein Deich Schadstellen hat, wenn ein Deich brüchig wird, Leckagen hat. Das sind alles Ausbildungsthemen, die wir hier sehr hoch halten. All das hat das THW seinerzeit natürlich Klimawandel unabhängig schon in die Wege geleitet. Aber es wird nun natürlich umso wichtiger. Und zweitens, die Abwehr von Wassergefahren ist nur eine Facette. Das THW trainiert zahlreiche Fähigkeiten. Sei es das Abstützen einsturzgefährdeter Gebäude oder das schnelle Errichten einer Behelfsbrücke. Dazu kommt noch die ganze Infrastruktur, um einen gemeinsamen Einsatz überhaupt am Laufen zu halten. In dieser blauen Box ist eine hochmoderne Werkstatt drin, mit der man praktisch alles Mögliche reparieren kann. So eine Tragspritze der Feuerwehr ist für die Fachleute kein Problem, haben wir uns sagen lassen. Beim Einsatz im Ahrtal hat die Einheit aus Westerstede noch ganz andere Sachen wieder flott gekriegt. Wir bereiten uns auf wirklich sehr schlimme Schadensszenarien vor und wünschen uns von Herzen, dass sie nie eintreten. Das ist ein Credo, was schon sehr, sehr lange im THW gilt. Das kann man auf ganz vieles anwenden, auf den Klimawandel genauso wie auf große Unglücksfälle. All das sind Dinge,
auf die wir uns vorbereiten und wo wir uns wünschen, dass sie niemals eintreten mögen. Das Mindset der Helferinnen und Helfer gehört dort immer mit dazu. Selbst wenn Ostfriesland in Sachen Katastrophen glimpflich davonkommen sollte, unsere THWler könnten klimawandelbedingt dennoch häufiger gefragt sein. Denn sie helfen ja nicht nur hier, sondern auch bundesweit. Gecheckt?